Ja, Leute, willkommen zu einem weiteren kleinen Special zu Dragon Age Origins. Ist ja nun schon ein bisschen her, dass ich eine Skillung vorgestellt habe. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Ich habe Zeit gefunden und möchte euch heute die Skillung des Schurken-Bogenschützen vorstellen. Damit beginnen wir bei den Attributen. Ich habe bereits dieses Mal schon vorweg alle Attribute verteilt, die wir im Nichts durch Essenzen bekommen. Also 4 in Stärke, dann gab es 4 in Geschicklichkeit, es gab ebenfalls 4 in Willenskraft, 2 in Magie, 5 in Klugheit und 2 in Konstitution. Die sind alle schon verteilt. Normalerweise hätten wir 100 gehabt, so haben wir nur noch 79, also summa summarum können wir im Nichts 21 Essenzen finden. Und dann starten wir jetzt mal. Vorweg zum Schurkenbogenschützen. Es ist nicht einfach, mit dem Charakter zu spielen. Er ist am Anfang spielt er sich wirklich schwer, weil er eben noch relativ schwach auf der Brust ist und mit dem Bogen eben, ja, ein Fernkämpfer ist und wir zu Anfang aber oft alleine unterwegs sind und uns da mit Nahkämpfern rumschlagen müssen. Deswegen kann das am Anfang eine ziemlich harte Angelegenheit sein. Aber dafür ist er später im Spiel ein unglaublich effektiver Killer. Also richtig stark. Wenn man dann auch die Gefährten dabei hat, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man ein Fernkämpfer ist als Hauptcharakter. Man kann ihn nutzen, um starke Feinde, insbesondere Magier, schnell auszuschalten oder andere Charaktere zu beschützen. Wenn man zum Beispiel sieht, oh mein Gott, da rennt jetzt einer auf meinen Magier zu, den schnapp ich mir mal. Also auf jeden Fall im späteren Spielverlauf unglaublich wichtig, unglaublich stark und mit der richtigen Skillung, den richtigen Fähigkeiten und Talenten ein unglaublich guter Damage-Dealer. Jo, so viel vorneweg zum Schurken. Da ich jetzt auch mehr als 15 Minuten Videos online stellen kann, wird dieses Special wohl in einer einzigen Folge kommen. Das freut mich. Ich hoffe, das freut euch auch. Einige haben es ja schon gemerkt, dass meine Folgen ab und zu mal etwas länger als 15 Minuten sind. Gut, jetzt aber genug geschwafelt, ich weiche vom Thema ab. Kommen wir zur Skillung. Hier bei der Stärke, wie immer beim Schurken, das übliche Programm. Skillen wir auf 20, um schlicht und ergreifend die besten leichten Rüstungen dann im Spiel tragen zu können. Muss man jetzt nicht gleich zu Beginn auf 20 bringen, das reicht, wenn man das später macht, denn die wirklich guten Schurkenrüstungen, beziehungsweise dann leichten Rüstungen, bekommt man sowieso erst später im Spiel. Deswegen muss man da nicht so akut gleich auf die 20 lospreschen. Dann als nächstes, was mehr oder weniger fix ist. Wir sollten in der Willenskraft mindestens auf 25 gehen. Da kann man das je nachdem entscheiden, wie oft man seine Fähigkeiten einsetzt, wie viele dauerhafte Fähigkeiten man aktiviert hat. Das heißt, wie viel Ausdauer reserviert ist. Muss jeder für sich selber sehen. 25 sollte hier allerdings das Minimum sein. Alles drunter wird dann schon ein bisschen kritisch von der Ausdauer her. Dann gehen wir Geschicklichkeit. Dieses Mal ungefähr 40. Plus, minus, ja, ich würde jetzt sagen 2, 3 Attributspunkte. Aus dem einfachen Grund, weil der Schurke eben doch etwas mehr Geschicklichkeit braucht, einfach um seine Trefferquote zu verbessern, schlicht und ergreifend. Deswegen hier 40 plus minus ein paar Attributspunkte, ist auch dann mehr oder weniger individuell. Magie, Konstitution, wie immer nichts beim Schurken und den Rest, ihr kennt das Spielchen,
Hinein in die Klugheit. Genau. So sieht schon mal die Attributsverteilung aus bei unserem Schurkenbogenschützen. Talente habt ihr im LP ja schon gesehen. Die, die mein LP nicht gucken. Als erste Skillung, also als Spezialisierung, die man auf Stufe 7 bekommt, würde ich als erstes den Waldläufer empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil es wichtig ist, dass der Schurke sich ein Tier herbeirufen kann. Zum einen dient das Tier oder kann das Tier als Beschützer für den Bogenschützen dienen, wenn denn mal der ein oder andere Fernkämpfer dann doch aufmerksam wird, auf den guten Schützen. Andererseits kann das Tier auch ja quasi die Lücke, wenn man so will, im Nahkampf, also an der Front ausfüllen, wo dann ein Fernkampfcharakter ja nicht steht. Das heißt, alles in allem für die Gruppe, ja, es ist super, wir haben quasi einen Charakter mehr, haben einen Kampfteilnehmer mehr, der auf unserer Seite steht. Also sollte das hier wirklich die erste Spezialisierung sein. Zweite Spezialisierung, die man auf Stufe 14 bekommt, sollte hier der Barde sein, aus dem einfachen Grund, Assassine und Duellant sind eindeutig, man sieht es auch an den Fähigkeiten, sind eindeutig Nahkampfspezialisierungen. Und durch die Bardenskills, ja, wird der Schurkenbogenschütze zusätzlich auch noch zum effektiven Supporter und kann die Gefährtengruppe auch noch unterstützen mit diversen Boni, die es dann gibt. Da kommen wir dann noch zu. Dann sind wir hier auch fertig. Achso, ich kann noch mal kurz die Spezialisierungsboni zeigen. Sind beim Baden plus 2 in Willenskraft und plus 1 in Klugheit. Den Klugheitspunkt nehmen wir gerne mit. Willenskraft auch sehr gut für uns. Und der Waldläufer hat plus 1 in Konstitution. Ja, nehmen wir halt auch mit. Und plus 5 in Naturresistenz. Ja, nochmal kurz zur Klugheit was gesagt. Also, es gibt hier prinzipiell drei Möglichkeiten, wie man den Schurkenbogenschützen skillen kann. Wer möchte, kann hier auch gerne ausschließlich oder primär auf die Geschicklichkeit gehen und die Klugheit vernachlässigen. Man kann es umgedreht machen, so wie ich, für den Weg, für den ich mich hier entscheide, also primär in die Klugheit und eher zweitrangig in die Geschicklichkeit. Man kann sich aber auch sagen, okay, ich gewichte einfach beide Fähigkeiten gleich, Geschicklichkeit und Klugheit. Kann man auch machen. Ich habe mich hier für die Klugheit entschieden, also für den Weg, dass man hauptsächlich in die Klugheit geht. Aus dem einfachen Grund, dass die Bardentalente ausschließlich von der Klugheit abhängen. Das heißt, je höher die Klugheit des Schurken, je stärker sind die Boboni, die dann der Schurke verteilt, wenn er die entsprechende Bardentalente aktiviert hat. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist eine Fähigkeit, zu der ich dann gleich noch was sagen werde, die aber auch entscheidend ist bei einem Schurken, der auf Klugheit geskillt ist. Jo, dann können wir jetzt weitermachen und kommen zu den Fähigkeiten. Das einzige Muss an dieser Stelle ist die Kampfausbildung. Ja, brauchen wir Kampfausbildung Stufe 4 brauchen wir, um Talente Stufe 4 zu erlernen. So einfach ist das. Wenn man als Hauptcharakter den Schurkenbogenschützen spielt, so wie ich hier euch das zeige mit einem meiner älteren Hauptcharakter, dann ist hier natürlich auch die Manipulation Pflicht. Ein Punkt in Stehlen. Pflicht, mit dem man sich allerdings auch Zeit lassen kann, weil man ihn erst in einer Stadt braucht, wo man ja eigentlich schon von Beginn an hin kann, aber am Ende eh nochmal hinkommt und dann auch das Ganze am Ende abwickeln kann. Die ganzen Sachen, für die man das Stehlen braucht. Insofern kann man sich auch hier mit dem Stehlen-Skill etwas Zeit lassen.
Dann geht's weiter. Was kann man hier jetzt noch skillen? Alles andere ist mehr oder weniger nach Belieben, kann das mehr oder weniger geskillt werden. Ich empfehle hier eigentlich meist als Hauptcharakter das Überleben. Einfach, ja, aus dem Grund, dass man eben sieht, wie sich die Gegner platzieren, schon bevor man den Raum betritt. Da man hier aber beim Schurken sowieso so unglaublich viele Fähigkeitspunkte bekommt, kann man hier jetzt auch noch sagen, okay, dann gehe ich auch noch auf die fortgeschrittenen Kampftaktiken, um die maximale Anzahl an Taktikoptionen zu haben, die ich einstellen kann. Und die restlichen 3 Punkte, boah, man kann jetzt das Stehlen ausskillen. Man kann hier jeweils von allem einskillen, das kann man. Ich stecke die jetzt einfach mal in Fallenbau und dann ist auch gut. Dann geht's weiter mit den Talenten. Zu den Talenten gibt es eigentlich großartig nichts zu sagen und deswegen fange ich jetzt mal an. Wir skillen den Barden. Na, ich fange mal mit den Schurkentalenten an. Hier kommen wir auch direkt zu dem Skill, den ich meinte, weswegen ich mich hier primär für die Klugheit entschieden habe, und zwar die Sterblichkeit. Der Schurke hat einen Blick für die Schwachpunkte seiner Gegner, wodurch er für alle Angriffe einen Bonus auf kritische Trefferchance erhält. Jetzt kommt das Wichtige. Ist zudem die Klugheit des Schurken höher als seine Stärke, erlaubt seine Scharfsinnigkeit dem Charakter als Schadensbonusmodifikator, ein geiles deutsches Wort, Klugheit statt Stärke zu verwenden. Ja. Das heißt, wenn wir diesen Skill haben und unsere Klugheit höher als unsere Stärke ist, berechnet sich der Schaden, den wir pro Schlag, pro Schuss machen, eben aus der Klugheit und nicht aus der Stärke. Und das ist gut. Weil Stärke zu skillen ist beim Schurken ziemlich sinnfrei. Sagen wir es mal vorsichtig. Dann ist hier noch der im ersten Baum der unfaire Kampf und die Kampfbewegung zu skillen. Ja, man könnte jetzt Gnadenstoß. Ah, ist ein Ziel außer Gefecht gesetzt, schlägt der opportunistische Schurke dort zu, wo es am schmerzhaftesten ist, indem er automatisch hinterhältige Angriffe gegen betäubte oder gelähmte Ziele ausführt. Ist jetzt in meinen Augen für einen Bogenschützen nicht so wichtig, sondern eher für einen Nahkampfschurken. Also wie unser Hauptcharakter im Let's Play, der mit 2 Dolchen erstmal durch die Gegend rennt. Dann gehen wir mal zu den Bogenschießen-Talenten. Ja, hier natürlich skillen wir alles aus. Ganz klar. Man sollte hier, also den letzten Baum kann man erstmal vernachlässigen, meiner Meinung nach. Wichtig ist es, erstmal in Richtung Meisterbogenschütze und in Richtung Pfeil der Vernichtung zu skillen. Eher zuerst den Pfeil der Vernichtung als den Meisterbogenschützen, so würde ich es machen, weil einfach der Pfeil der Vernichtung macht einfach in Verbindung mit der hohen Klugheit und dem Skill Sterblichkeit so dermaßen viel Schaden, dass ich jetzt erstmal ein Schlückchen trinken muss. So. Da sind wir wieder. Ja, einfach so derbe viel Schaden macht, dass man da einfach. Das kann man einfach nicht schnell genug haben. Das Pfeil der Vernichtung. Verstehst du? Ja, Spezialisierung, klar, skillen wir auch den Badenbaum voll aus. Hier ist Lied des Heldenmutes für den Anfang ganz gut. Gibt Boni auf Ausdauerregeneration und Mana-Regeneration. Und hier steht's, huch, hier steht's auch nochmal. Die Höhe der Boni ist abhängig von der Klugheit des Barden. Der Barde kann immer nur ein Lied singen. Ja. Also entweder nur Lied des Heldenmutes oder nur Lied des Mutes. Beides zusammen geht nicht. Lied des Mutes ist dann später in meinen Augen besser, weil es gibt Angriffsschaden und kritische Trefferchance-Boni. Und auch hier steht es wieder dabei: Höhe der Boni abhängig von der Klugheit des Barden. Sehr gut. Dann Waldläufer nehmen wir voll mit. Da sollte man auch zusehen, dass man recht schnell zum Meisterwaldläufer kommt.
weil die Tiere, die man sich herbeirufen kann, durch den Meisterwaldläufer nochmal einen ordentlichen Schub kriegen, was die Effektivität und die Stärke angeht. Außerdem kriegt jedes Tier noch eine zweite Fähigkeit. Normalerweise hat das herbeigerufene Tier nur eine Fähigkeit. Hier dann eine zweite, die dazu kommt. Mit dem Meisterwaldläufer in Verbindung mit dem Bären ist der Bär schon ein bisschen sehr stark. Das kann man schlicht und ergreifend so sagen. Also der räumt schon einiges ab. Vom Prinzip her sind die Tiere alle drei ganz gut. Kann man sich eigentlich frei entscheiden, welches Tier man sich herbeiruft. Stark werden sie letztendlich alle. Jo, dann haben wir jetzt noch 6 Talentpunkte frei, die wieder so wie bei allen anderen Skillungen auch, die man frei verteilen kann, wie man das möchte. Zum Beispiel, wenn man als zweites Waffenset ein Nahkampfset, also zwei Dolche hat, zwei Waffen, kann man hier gerne was reinstecken. Andererseits könnte man auch auf Verstohlenheit skillen oder Schloss knacken. Aber mit einem entsprechend hohen Klugheitswert. Man kann ein, zwei Punkte in Schloss knacken stecken. Also mit einem Klugheitswert von über 50 und oder ja, von knapp über 50 plus den ersten beiden Talenten in Schlösser knacken, kann man in Dragon Age Origins definitiv jedes nur erdenkliche Schloss öffnen. So sieht's nämlich aus. Ich habe mich da nämlich mal schlau gelesen, weil ich das zuerst falsch in Erinnerung hatte und ja, im Let's Play dann immer mich gewundert habe, warum denn die Schlösser nicht zu knacken gehen. Aber gut, so viel soll's zu den Talenten gewesen sein, beziehungsweise zur gesamten Skillung des Schurkenbogenschützen. Wie gesagt, die 6 Talente kann sich jetzt jeder frei verteilen, wohin er möchte. Wir spielen unseren Schurken erstmal so und kommen jetzt, zack, zack, genau zur Ausrüstung. Die gehört natürlich zu einem guten Skill Guide dazu, dass die Leute auch wissen, was zwick ich denn meinem Schurken so an leckeren Röckchen an. Dann, wo fange ich an? Ah, beziehungsweise vorher könnte ich ja eigentlich noch mal eine Kleinigkeit zur Spielweise erzählen. Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, primär sollte der Bogenschütze dann mit den entsprechenden Fähigkeiten, in dem Fall speziell den Pfeil der Vernichtung, zum Ausschalten ja wichtiger und starker Gegner ja, genommen werden, die man dann auf Distanz durch den Pfeil der Vernichtung mit entsprechendem Schaden ausschalten kann. Wie gesagt, schon zu Beginn sehr gut für Magier geeignet, die da schon mal ganz schön bös Schaden machen können, wenn man sie nicht frühzeitig ausschaltet. Ja, die Bardengesänge auch schon gesagt zum Verstärken der Gruppe. Jo, das Tier zum Selbstschutz. Und auch, ja, um den Schurken mehr oder weniger an der Front zu ersetzen, dass er da im Hintergrund in aller Ruhe schalten und walten kann. Und jetzt kommen wir zur Ausrüstung. Fangen wir an mit dem Bogen. Ich habe ihm angelegt, das Lied der Ferne. Das ist der stärkste Bogen im Spiel. So viel steht fest. Die einzige oder der einzige Nachteil an dem Bogen ist, dass man ihn nur bekommen kann, wenn man eine böse Entscheidung trifft, in Anführungszeichen. Das heißt, geht man an der entsprechenden Stelle den guten Weg, ist es nicht möglich, von der Programmierung her, von der ursprünglichen Programmierung her, diesen Bogen zu bekommen. Da gibt es allerdings einen Mod, dass man diesen Bogen auch bekommt, wenn man dort den guten Weg geht. Was ja im Prinzip auch Sinn macht, dass ich einen Bogen kriege, wenn ich eine gute Entscheidung treffe und nicht, dass ich einen Bogen kriege, wenn ich eine böse Entscheidung treffe, ist ein bisschen unglücklich an dieser Stelle. Aber da gibt es einen Mod. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie der genau heißt. Hab auch nicht nachgeschlagen im Vorfeld.
Mache euch aber den Vorschlag, dass ich den Link zu dem Mod in die Beschreibung packe. Unten. Und dann könnt ihr euch den Mod ziehen, wenn ihr das möchtet. So machen wir's. Wer das Lied der Ferne nicht hat oder nicht möchte, also den Mod nicht benutzen möchte und den guten Weg geht, wie auch immer, gibt's Ausweichmöglichkeiten. In dem Fall das Magierauge. Ihr seht, es ist nicht ganz so stark. Also vom Schaden her ist es genauso stark. Allerdings von den Zusätzen nicht. Denn hier gibt's nur 3 kritische Trefferchancen im Fernkampf und 4 Angriff. Ihr seht, das Lied der Ferne hat schon allein 10 Angriff und 3 kritische Trefferchancen im Fernkampf. Und noch vieles mehr dazu. Aber ist eine gute Möglichkeit, das Magierauge. Wer DLCs besitzt, im Speziellen in diesem Fall den DLC Hexenjagd, der kann sich dort auch die Trauer Artisans holen. Auch ein sehr guter Bogen. Auch ziemlich gute Boni. Insofern auch ein guter Ersatz für das Lied der Ferne, wenn man den DLC Hexenjagd. Dafür muss man irgendeine spezielle Errungenschaft, glaube ich, schaffen, um den zu bekommen. Und der ist dann, wenn man den einmal hat, die Errungenschaft einmal hat, ist der in jedem Spiel, das man beginnt, von Anfang an dabei. Braucht allerdings, ihr seht, 34 Geschicklichkeit, also bis man da angekommen ist, dauert schon seine Zeit. Jo, soviel zu der Waffe. Zweites Waffenset habe ich ihm jetzt keins angelegt. Da kann man dann, wenn man möchte, ihm Dolche hinpacken oder einfach noch einen Bogen. Oder, ja, man lässt einfach frei wie ich. Nun kommen wir zur Rüstung. Ich habe ihm die Haut der Schurken angezogen. Die bekommt man allerdings auch erst relativ später im Spiel, wenn das Spiel schon etwas fortgeschrittener ist. Ist aber im Spiel eindeutig die stärkste Schurkenrüstung, die man bekommen kann. Ihr seht, 6 Geschicklichkeit, 9 Verteidigung, 4 Rüstung. Das kann sich doch durchaus sehen lassen, würde ich sagen. Und dann Handschuhe sind die Sucher der roten Jenny. Die geben 15% kritischen Schaden. Schaden durch hinterhältige Angriffe. Nehmen wir gerne. Findet man auch erst später in Denerim. Genau wie die Haut der Schurken man übrigens auch in Denerim findet. Als Stiefel habe ich des Barden Tanzschuhe. Passt ja ausnahmsweise mal mit der zweiten Spezialisierung. Hier gibt es 6 Verteidigung und verringerte Feindseligkeit. Ist so eigentlich stiefelmäßig so ziemlich das Beste, was man für einen Schurken bekommen kann im Spiel. Helm bzw. Mützchen ist der Kinnrieme des Recken. Mit schnellem Zielen und plus 6 Angriff. Auch für den Bogenschützen, ja, quasi wie maßgeschneidert. Passt perfekt. Findet man... Wo findet man ihn? Man findet ihn im Lager der Dalish, genau, bei Verathorn. Dort findet man den Helm. Dann kommen wir noch zu Gürtel, Amuletten, Ringen. Als Gürtel, wie immer beim Hauptcharakter Andruils Segen, braucht man nicht viel zu sagen. Ihr seht, die Boni, ja, die schlagen ein wie eine Bombe. Den nehmen wir. Amulett. Amulett der Übereinkunft habe ich ihm hier angelegt. Auch da gibt es noch eine andere Möglichkeit, die zeige ich euch auch noch. Das kriegt man sogar relativ früh im Spiel. Und zwar kriegt man das meiner Meinung nach in Lothering. Kann man das kaufen. Und zwar bei dem guten Balin. Der in der Taverne dort steht, in Lothering. Dann an Ringen den Schlüssel zur Stadt. Auch hier plus 2 alle Attribute. Bekommt man, wenn man in Orsamar alle Codex-Einträge über die Zwerge sammelt. Und den Eid der Niedertracht. Der Eid der Niedertracht müsste ein... Ist das ein spezielles Item?
was man durch Vorbesteller oder so bekommt. Ich weiß es nicht. Oder es könnte auch aus irgendeinem DLC sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auch hier plus 1 Rüstungsdurchdringung, plus 1 Ausdauerregeneration im Kampf. Kann sich auch alles sehen lassen. Nochmal zurück zu der Rüstung switchen. Das habe ich eben ganz vergessen, euch noch ein paar Alternativen zu zeigen. Wer die Haut der Schurken sich nicht kaufen möchte und den DLC Lilianas Lied sein eigen nennt und auch schon durchgespielt hat und dort alle Teile dieser Rüstung gesammelt hat, der kann sich auch mit der Kampfrüstung des Provokateurs begnügen. Die ist nicht ganz so stark, gibt aber für einen Bogenschützen wiederum gut, kann man sich einige Punkte in Willenskraft sparen, gibt plus 50 Ausdauer und zusätzlich noch Ausdauerregeneration, allerdings auch hier sehe ich gerade weniger als die Haut der Schurken. Aber ja, nehmen sich beide nicht viel, die Rüstungen sind schon beide gut. In Sachen Stiefel kann man sich noch Silberhammers Halt, kann man noch drüber nachdenken, der gibt plus 2 Geschicklichkeit. Erhöht wiederum die Trefferquote des Schurken. Gibt's, meine ich, auch bei Bodan im Lager, genauso wie des Barden Handschuhe. Dann als Handschuhe alternativ die Spannhandschuhe, die schnell zielen können. Ich muss ganz kurz husten, kleinen Moment. Also, die schnell zielen können und noch plus 1 in Rüstungsdurchdringung geben. Hier ist eigentlich auch relativ egal, was man anlegt. Wobei eigentlich die Spannhandschuhe schon logischer wären und sinnvoller. Allerdings braucht man auch dazu ein DLC und zwar die Rückkehr nach Ostagar. Denn anders sind diese Handschuhe nicht zu bekommen. Als Helm könnte man auch noch die Quecksilber-Bunthaube aufsetzen. Die gibt plus 2 Klugheit und ich habe keine Ahnung, wo man sie findet. Jo. Dann noch ein paar alternative Amulette, beziehungsweise ein alternatives Amulett. Auch das ist aus dem DLC. Und zwar aus. Die Golems von Amgarak müsste das Amulett sein. Also auch hier, wer diesen DLC hat, die Errungenschaft schon hat, die entsprechende, der kann ja auch auf die Hochachtung des Hauses Dace zurückgreifen. Ist natürlich um einiges besser als das Amulett der Übereinkunft. Um einiges. Gibt auch 50 Ausdauer. Und auch hier als Ring könnte man den Eid der Niedertracht, also Schlüssel zur Stadt sollte man auf jeden Fall behalten, den Eid der Niedertracht könnte man ersetzen durch den Ring des Erntefestes, der plus 2 Stärke, plus 2 Geschicklichkeit und 4 Angriff gibt. Und den wir meiner Meinung nach im DLC in Stein gefangen bekommen, in Honleath. Ja, das müsste so sein. Also auch hier wieder ein DLC nötig. Ich habe hier halt mal die größtenteils die Gegenstände genommen, die man wirklich auch im Spiel bekommen kann. Mal abgesehen vom Eid der Niedertracht. Boah, ich musste schon wieder husten. Was ist denn nun wieder los? So, ich habe mir mal ein Schlückchen Tee gegönnt. Dann sind wir eigentlich durch mit der Skillung des Schurkenbogenschützen. Ihr wisst, wie ihr die Attribute verteilen könnt. Man soll ja dieses Tutorial hier nicht als Muss-Skillung sehen, sondern als Anregung für jeden mit kleinen Tipps, warum, wieso, weshalb. Aber ihr wisst, wie ihr die Attribute verteilen könntet. Ihr wisst, welche Spezialisierungen ihr nehmen könntet, welche Fähigkeiten, welche Talente und welche Ausrüstung. Ich könnte euch jetzt noch eine Kleinigkeit erzählen, das mache ich auch. Ich bin auch gefragt worden, wie sieht's denn aus, mit einem Krieger als Bogenschütze? Ich würde es euch schlicht und ergreifend nicht empfehlen, weil es meiner Meinung nach einfach auf den Schurken viel, viel besser passt. Zum einen hat der Schurke definitiv die passenderen Spezialisierungen für einen Bogenschütze mit Waldläufer und Barde. Beim Krieger weiß ich nicht, kann ich als Bogenschütze, ich persönlich mit den Spezialisierungen da nicht wirklich viel anfangen. Das sind alles Spezialisierungen, die einen in Rage bringen, die einen stärker machen, die wollen, dass man einfach mitten im Getümmel ist.
Deswegen, aus diesem Grund würde ich es euch schon nicht empfehlen. Dann habt ihr das Problem beim Krieger als Fernkämpfer, dass der Krieger mehr Aggro zieht, also die Gegner schneller auf den Krieger aufmerksam werden, eben entsprechend dadurch, dass er schwere bzw. massive Rüstungen trägt. Ja, wenn ich mir aber sage, ja, okay, da könnte man ja argumentieren, dann ziehe ich dem Krieger halt eine leichte Rüstung an. Ja, Leute, wenn ich dem Krieger eine leichte Rüstung anziehe, dann kann ich auch gleich einen Schurken nehmen. Das ist meine Meinung dazu. Weil, ja. Und auch schon, wie gesagt, zum Krieger passt einfach auch viel besser der Nahkämpfer mit Schild und Schwert oder mit einer dicken Zweihandwaffe und einer schweren Rüstung. Passt einfach vom Typ her viel besser. Dann haben wir noch das Problem der Waffen. Also wir sollten dann, oder ihr solltet dann, wenn ihr euch dafür entscheidet, einen Krieger Bogenschützen zu spielen, auf jeden Fall auch hier auf den Bogen zurückgreifen und nicht auf die Armbrust. Denn der Bogen bezieht seine Stärke zu 50, Entschuldigung, bezieht seinen Schaden zu 50% aus der Stärke und zu 50% aus der Geschicklichkeit. Nochmal zurück zum Schurken. Stärke ist in dem Fall durch das Talent Sterblichkeit die Klugheit. Das heißt, er bezieht seinen Schaden zu 50% aus der Klugheit und zu 50% aus der Geschicklichkeit. Beim Krieger wiederum dann zu 50% aus der Stärke und aus der Geschicklichkeit. Also, und die Armbrust hat quasi überhaupt keinen Schadensattributsmodifikator, so heißt das schwierige Wort, glaube ich. Oder keine Attribute, die den Schaden erhöhen. Das heißt, da ist es relativ egal, was man skillt. Außerdem, ja, bei der Attributskillung dann beim Krieger, anstatt in die Klugheit wie beim Schurken, geht man dann beim Krieger eben entsprechend in die Stärke. Ansonsten kann man eigentlich alles gleich halten. Oder sollte man alles gleich halten. Man sollte auch viel auf Geschicklichkeit gehen. Auf Willenskraft. Ja, und eigentlich für einen Krieger bleibt dann bei Konstitution nicht mehr viel übrig. Aber gut, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Waffe, Bogen, wie gesagt, Armbrüste haben den Nachteil, dass sie keine Schadensattribute haben und auch ewig lange Nachladezeiten haben. Das heißt, man hat nicht so eine hohe Schussfrequenz wie mit einem Bogen. Aber alles in allem habt ihr ja eben rausgehört, dass ich euch definitiv dazu raten würde, wenn schon Bogenschütze, dann Schurke. Denn ein Krieger gehört mitten aufs Schlachtfeld, mitten an die Front, mitten ins Getümmel. Und mit diesen Worten schließe ich diesen kleinen Skillguide ab. Hoffe, ich konnte einigen Leuten helfen, einigen Leuten Anregungen geben, wie sie denn ihren Bogenschützen skillen. Und wir sehen uns dann entweder bei der nächsten Folge von Let's Play Dragon Age Origins oder bei der nächsten Vorstellung einer Skillung. Was das werden wird, weiß ich noch nicht. Aber wir hören uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin, ciao, ciao!